Mein Name ist Jens Schulte-Herbrüggen. Ich bin der Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie im Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss. In unserer Klinik behandeln wir Menschen mit Gefäßerkrankungen, einerseits der Arterien, der Schlagadern oder der Venen, der Kapazitätsgefäße. Und dieses tun wir von Kopf bis Fuß. Der Vorteil unserer großen etablierten Klinik ist, dass wir neben den offenen Operationsverfahren auch die endovaskulären, minimalinvasiven Verfahren anwenden, welches den Patienten sehr zugutekommt. Eine hohe Motivation ist für mich, den kranken Menschen zu helfen und zum Beispiel die eigene Mobilität auch im hohen Lebensabschnitt zu erhalten, zum Beispiel bei der Schaufensterkrankheit oder den Durchblutungsstörungen der Beine oder aber als weiteres Beispiel einen Schlaganfall zu verhindern durch Operation der Kopfhalsgefäße. Für mich ist eine große Motivation die tägliche Zusammenarbeit mit einem gefäßchirurgischen Team, welches 24 Stunden an 7 Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr für unsere gefäßchirurgischen Patienten da ist. Eine weitere große Motivation ist das Johanna-Etienne-Krankenhaus selbst mit seinen vielen hochspezialisierten Fachabteilungen und der sehr guten interdisziplinären Zusammenarbeit, welches den Patienten zugutekommt.